Hey, hallo, da bin ich wieder. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache endlich mal weiter mit Lehrvideos. Diesmal mache ich aber nicht zu chinesischen Schriftzeichen und auch kein neues Mungo-Video, sondern was ich auch machen wollte, war, euch ein bisschen klassisches Chinesisch beizubringen. Klassisches Chinesisch, damit meine ich halt das aus der Zhou-Zeit ungefähr und ja, Zhou-Zeit, Qin-Zeit, Han-Zeit. Und ich habe mal, damit man ein paar grundlegende Satzmuster kennenlernt, halt entsprechend Beispielsätze gebracht, Vokabeln und so weiter packe ich dann später in die Videobeschreibung unten rein. In Klammern dahinter geschrieben habe ich jeweils die Quellen, aus denen das Ganze stammt. Hier auch bei Nanze, Shizi, Lüschel Chunqiu, nochmal Lüschel Chunqiu und der Laozi. Und sind dann alles Werke, die aus der Zhou-Zeit oder der Qin-Zeit stammen. Mal kurz überlegen. Ja, müsste eigentlich alles daraus sein. Und genau, die zur Vorstellung der grundlegenden Satzmuster. Es gibt grundlegend fünf Satzmuster im Chinesischen. Hier haben wir auch fünf Beispielsätze. Letztes Satzmuster gehört allerdings, also die letzten beiden Sätze gehören zu einem Satzmuster und das fünfte Satzmuster bringe ich euch dann bei der Grammatik bei, weil das eine besondere grammatikalische Form ist. Ich fange am besten einfach mal an. Also, Qi Wang Hou Si. Das ist Satzmuster 1, ein Satz mit einem intransitiven Verb, also ein Verb, das kein direktes Objekt erfordert. Qi war ein Fürstentum zur Zeit der Streitenden Reiche. Wang Hou ist die Königin bzw. die Fürstin. Si, sterben. Ist im Chinesischen genauso wie im Deutschen auch ein intransitives Verb, das kein direktes Objekt erfordert. Also Qi als Attribut zu Wang Ho, also die Wang Ho, die Königin oder die Fürstin von Qi, Si, stirbt oder starb. Zweites Satzmuster ist ein Satz mit einem Adjektiv als Verb, also ein Verbaladjektiv. Tianxia yushi taipingzhi. Also Tianxia ist das unter dem Himmel, die Welt. Yushi daraufhin oder dann. Und dann taipingzhi. Taiping ist so der absolute Frieden, das kann aber sowohl als Nomen als auch als Adjektiv benutzt werden. Also würde ich das hier insgesamt adjektivisch übersetzen, 1 und 2. Und zhi heißt geordnet. So, also Tianxia yushi taiping zhi. Die Welt war daraufhin in absolutem Frieden oder absolut friedlich und geordnet. Haben wir also zwei Adjektive einfach. Einmal Taiping und einmal Zhi. So, drittes Satzmuster ist ein Satz mit einem transitiven Verb. Wang Sheng Yin. Wu als Eigenname. Wang die Titelbezeichnung, also König. Sheng besiegen. Yin. Und Yin ist ein anderer Name für die Shang-Dynastie vom 16. bis zum 11. Jahrhundert vor Christus dauerte die ungefähr. Also König Wu besiegte Yin. Ein Satz mit transitivem Verb und Yin ist das direkte Objekt. Und das letzte Satzmuster, das vierte, sind Existenzsätze. Da habe ich einmal positiven, einmal negativen genommen. Normalerweise ist es so, dass Verben durch Adverben negiert werden. Bei Existenzsätzen ist es aber nicht so. Da gibt es ein extra Verb. Deswegen habe ich dafür zwei Beispielsätze gemacht. Einmal Yao Youzi Shi Ren. Also Yao, das ist einer der mythologischen Urkaiser. Youzi hat Söhne oder hatte Söhne. Shi Ren, 10 Personen. Also einfach wörtlich übersetzt, Yao hatte 10 Söhne.
Genau, yo. Heißt, es gibt, es existiert oder man hat. Genauso wie im modernen Chinesischen auch. Das ist also das positive Existenzverb. Das negative Gegenstück dazu ist wu. Das kommt hier auch nochmal vor, allerdings ist es hier im wu-wei. Das ist ein Terminus technicus, das Nichthandeln. Das ist ein ganz wichtiger Begriff im Daoismus. Das ist auch das letzte Satzbeispiel ist aus dem Laozi. Wei wu wei, zi wu bu zhi. Aber jetzt habe ich das Tonsandi vermasselt, Entschuldigung. Bu zhi. Eigentlich ist es im vierten Ton, aber wenn darauf ein anderer vierter Ton folgt, dann wird es im zweiten gelesen. Pardon. So, dieses Wei heißt tun oder machen. Wei ist das Nichtstun oder Nichtmachen, damit ist im daoistischen Sinne aber gemeint, dass man nichts Unnatürliches macht oder nichts, was der natürlichen Ordnung widerspricht oder nichts Unnötiges halt einfach. Das heißt nicht, dass man faulenzt, heißt nur einfach nichts Unnötiges zu machen. Zi, das was davor steht ist wenn, das was dahinter steht ist dann. Dazu mache ich auch nochmal eine Grammatiklektion, damit man es richtig kennenlernt. Ich habe aber leider keinen anderen Existenzsatz mit Wu gefunden, der grammatikalisch ein bisschen einfacher gestaltet ist. Deswegen hier einmal zi, das davor wenn, das dahinter dann. Wu, es gibt nicht, bu zhi, dass etwas nicht geordnet ist. Das müsste man dann halt so satzäquivalent übersetzen, halt so, dass etwas nicht geordnet ist. Oder man könnte es auch nominal übersetzen, Nichtordnung, es gibt nicht Nichtordnung, also es gibt keine Unordnung. Beziehungsweise in diesem Fall bedeutet das halt nicht Ordnung oder Organisation, sondern halt, dass etwas ungeregelt ist. Aber die Natur regelt ja alles nach ihren Maßstäben selber. Das heißt, innerhalb eines natürlichen Kontextes gibt es keine Ungeregeltheit oder nichts, was nicht irgendwie sinnvoll organisiert ist. Im natürlichen Sinne und im daoistischen Sinne. Also das, das was sich regeln muss und das, was agieren muss und das, was handelt, handelt von sich selber aus vernünftig. Und so ist das hier gemeint. So, also Wei, tun oder ausüben oder machen, Wu Wei, das Nichtstun im daoistischen Sinne. Also wenn man das Nichtstun übt oder praktiziert, dann gibt es nichts, was nicht gemacht wird, dann gibt es keine, kein Ungetanes oder nichts Ungetanes. Das sind dann halt die vier Satzmuster. Also, intransitiv, die Fürstin oder Königin von Zi stirbt oder starb. Dann einmal Verbaladjektive, daraufhin. War die Welt oder das unter dem Himmel friedlich und geordnet, sehr friedlich, überaus friedlich und geordnet, oder es war absolut friedlich und geordnet. Das heißt, die Frage, wie man dieses Tai dann halt bezieht oder ob man das zusammenfasst. Drittes war mit transitivem Verb, also Wu Wang, der König Wu. Shen besiegt ihn, wen oder was besiegt er? Ihn, die Yin-Dynastie oder die Shang-Dynastie. Und die Existenzsätze, Yao, der mythologische Urkaiser Yao, hat Söhne, und zwar wie viele? 10 Stück. Also Yao hat 10 Söhne. Und entsprechend hier negativ, ich mache meinen ersten Teil, lasse ich mal weg. Wu, Bu, Zhi. Es gibt nichts Ungeregeltes oder es gibt keine Nichtorganisation. So, genau, das waren die Satzmuster und das sind halt die vier grundlegenden oder vier der fünf grundlegenden Satzmuster im klassischen Chinesisch.